Interessant. Wieso hab ich den eben nicht mitgenommen? Na? 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 Ja. Los, euer Daddy! Ihr habt doch einen Daddy. Ganz bestimmt habt ihr einen Daddy. Na. Na komm schon. Daddy, ich weiß, dass du hier bist. Ach, jetzt kommt diese Psycho-Szene bestimmt. Wenn die Monitore jetzt angehen. Ich will, dass die jetzt angehen. Langweilig. So. Damit hätten wir diesen Auftrag auch mal wieder erledigt. Erledigt. Fastelmusik, die fehlt hier eindeutig. Da müssen wir für die Unterhaltung sorgen. Ja, wer erwartet uns denn? Guten Morgen! Ja, will sich hier jemand melden? Aua, was ist denn los mit dir? Hast du Zahnweh? So, 19, wie viel haben wir denn? Dafür haben wir... Wird das lauter? Wird das lauter? Na, aber mal schauen. Wenn man damit besser zielen könnte, wäre das natürlich noch besser. Hä? Ey, verarsche. Ich soll jetzt wieder ganz zurück? Nee, da passiert doch noch was. Hier passiert was. Aber nicht beim Job. Beim Job. So, wir haben ja den Luftkanister gefunden. Schöne Sache. Die Halbleiter sind nur zum Verkauf da. Und Munition haben wir immer noch. Ach du Scheiße. Yeah, wir haben jetzt Anzug Nummer 5. Ich frag mich, wann der kommt. Jetzt sind wir 60 Minuten, das ist schön. Weil dann gehen wir das eben nochmal aufwerten. Weil hier direkt nebenan ist Web falsch. Sind hier noch Gegner? In die Aufwertabteilung. Auf die Werkbank. So, damit sind wir die auch fast komplett ausgerüstet. Laserkanone braucht man eigentlich weniger, die Reichweite. So, dann haben wir damit auch keine Probleme mehr. Das Stasemodul. Ach du Kacke. Okay, da muss man wahrscheinlich komplett alles ausbauen. Ach komm, dann fangen wir einfach mal an. Gut. So, da haben wir jetzt maximale Leben. Allerdings noch nicht maximale Rüstung. Aber, also ich glaube zumindest, dass es noch einen Anzug 5 gibt. Ich weiß das nicht. Ich spiele das, wie gesagt, blind. Schauen wir einfach mal, was auf uns wartet. Boomer! War's schon. Dass in Slow Motion einfach weitergeht.
Danke für die Projektile. Wo die immer herkommen, würde mich mal interessieren. Na? Die wollen ja jetzt nicht sein, dass das Kapitel jetzt schon zu Ende ist. Ernsthaft? Suchen. Was ist das denn? Okay, anscheinend zieht das Spiel jetzt an. Gut, dann können wir jetzt auch direkt mal speichern. Geil. Das wird ja interessant. Tod bei Ankunft. Das bezieht sich sehr wahrscheinlich auf die USG Valor. Wir fahren jetzt zum Frachtraum, sind gerade angekommen und haben noch knapp 5 Minuten. Dann habe ich hier jetzt wieder 2 Parts am Stück aufgenommen. So, Storage Deck. Or... Was? Or Storage. Gut, Sie haben es reingeschafft. Hören Sie, ich habe gerade den Munitionsbericht der Wähler gefunden. Ich glaube nicht, dass Ihre Anwesenheit hier ein Zufall war. Sie sind auf keiner Aufklärungsmission oder Patrouille. Sie sind bis an die Zähne bewaffnet, wie für einen Krieg. Verstehen Sie, was ich sage? Isaac, ich habe ihn schon wieder verloren. Kein Signal von Hammonds Rig. Finde diesen Singularitätskern und dann verschwinde das. Wie ich das jedes Mal vergesse, wenn ich aus diesem Scheißteil rausgehe. Sunday Services. 10 a.m. The Quad. Aha. Interessante Lichter. Warum ist die Tür offen? Was soll das? Eine Kaffeemaschine. Ah, oh, das wäre doch ein schönes Geschenk. Aber nee, wir müssen uns ja gerade um andere Dinge kümmern. Was interessantes. Na, interessante Umgebung hier. Ein Shop. Das heißt, hier kommen erstmal keine Gegner. Oder werden nachher auch keine mehr kommen. Na, Shop waren wir vorhin ja schon. Wie ich langen Gängen einfach bei irgendeinem deutschen Horrorspiel nie vertraue. Aha, aha. Gut. Zero G Erzlager. Mach auf! Komm! Und mich würde immer noch interessieren, was diese komischen Flüsterstimmen einem sagen wollen. Halleluja, was seid ihr denn für tolle Kugeln? Ihr seht ja nach Spaß aus. Ah, Radioaktivität. Aber irgendwie hat das keinen Effekt. Eintritt Schwerelosigkeit. Isaac, eine der Bordwaffen der Wähler ist beim Aufprall aufgeplatzt. Diese grünen Kugeln, die du siehst, sind extrem radioaktiv und die Schleuse der Wähler ist dicht. Du wirst die Dinger ins All befördern müssen, bevor du ins Schiff kannst. Ins All befördern? Wo ist denn hier? Gut, das heißt, ich muss hier eigentlich irgendeinen Weg finden, die Teile rauszubefördern. Schauen wir doch einfach mal da hinten nach. Achtung, Strahlungswerte gefährlich hoch. Sicherheitsverschluss eingeleitet. Ihr seid ja lustig. Ins All befördern. Achtung, Strahlungswerte gefährlich hoch. Sicherheitsverschluss eingeleitet. Achtung, Strahlungswerte gefährlich hoch. Sicherheitsverschluss eingeleitet. Hier komme ich ja wieder dahin.
Hä? Liebe Leute, ich hab... Ich frag mich, ob die Radioaktivität überhaupt irgendetwas macht. Ich hatte eins der Teile ja gerade quasi direkt vor der Nase. Ah! Gut. Wir müssen die also aufschießen. Schön. Das sieht ja schön aus. Dann brauchen wir gleich wieder Luft. So, wir haben zwei Kanister hier. Und los geht's, würde ich mal sagen. Aber bevor es losgeht, mache ich hier erstmal einen kleinen Cut. Und dann geht's beim nächsten Mal direkt weiter. Und dann befördern wir mal die grünen Ping-Pong-Bälle mal raus. Dann spielen wir Pong!